Hallo und direkt ein neues Video aus dem wunderschönen Wald bei Trier mit Sonne und Hund. Sieht man gar nicht, gell? Und Ina. Und dem Thema Recovery und Arbeiten. Oder Recovery und Kinder. Oder Recovery und weiß ich nicht was. Irgendwelche äußeren Einflüsse. Also, es geht ja wirklich darum, dass ihr esst, sobald ihr Lust habt zu essen. Und das auch wirklich esst. Beim Extremhunger ist es dann natürlich extrem. Das heißt, ihr habt permanent Lust zu essen. Und euer Körper verlangt das von euch, schickt euch klare Signale per Bildern im Kopf von Lebensmitteln, auf die ihr Lust habt, die ihr essen möchtet, die ihr essen sollt, um zu regenerieren. Eure Seele macht das Gleiche. Die schickt auch Bilder. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade im Skiurlaub seid, dann schickt euch euer Gehirn Bilder von Kaiserschmarrn, Tiroler, Krösti und weiß ich nicht was allem. Ich komme immer auf Skifahren zu sprechen. Und dann, weil es das ist, was ihr vielleicht aus eurer Kindheit kennt, was ihr mit Wärme und Zufriedenheit und Leben verbindet. Und jetzt ist es aber oftmals so, dass man nicht immer essen kann, was man gerade essen möchte, weil man zum Beispiel arbeitet oder auf der Piste ist oder die Kinder versorgt werden müssen und. Und der Grundsatz, meines Ansatzes, der inzwischen ganz klar sein sollte, ihr müsst gar nichts. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ja, wenn ihr also in einem Altenheim als Altenpflegerin arbeitet und ihr Schichten habt, in denen ihr kaum Pausen machen könnt, dann esst einfach dann, wann ihr könnt. Nehmt euch alles mit, also nehmt euch viel mit, nehmt euch eine Box mit allem, worauf ihr Lust haben könntet, ob das jetzt Schokoriegel, Müsliriegel, Essen von gestern, egal was es ist, so ungefähr weiß man immer, worauf man Lust haben könnte. Ungefähr, denn es geht nicht darum, eins zu eins das zu essen oder essen zu müssen, worauf man gerade Lust hat, denn ganz oft geht das einfach nicht, ja? Also nehmt ihr euch ungefähr das mit, worauf ihr Lust haben könntet. Und dann esst ihr genau das in dem Moment, in dem ihr auch die Zeit dazu habt und in dem ihr die Ruhe dazu habt. Und dann macht ihr euch mal bitte keine weiteren Gedanken, denn auch das ist Recovery. Und sobald ihr dann zu Hause seid oder irgendwo seid, wo ihr wirklich essen könnt, dann nehmt ihr das, holt ihr das nach. Und glaubt mir, sieht man mein Handy auf dem Bild. Und glaubt mir, euer Körper, der sagt euch ganz genau, dass er Nachholbedarf hat in dem Moment dann. Der wird euch nämlich dann, wenn ihr zum Beispiel am Abend zu Hause seid dann, oder wenn ihr nach einer Nachtschicht morgens nach Hause kommt, der wird euch dann Hunger schicken. Und dann habt ihr vielleicht dann auch die Möglichkeit, alles das zu essen, was ihr essen möchtet und worauf ihr Lust habt, bis ihr keine Lust mehr habt, bis ihr satt seid, müde seid. Ja. Also, die Message. Leute von heute, Western von gestern, Kinder der 90er und danach, nee, der 80er, Kinder der 80er, dann auch wahrscheinlich der 90er, ich weiß, jeder, der diesen Spruch kennt, ist ein Kind der 80er. Macht euch bitte verdammt nochmal keinen Stress und hört auf, euch an irgendwelche Sätze zu klammern, die ihr irgendwo aufgeschnappt habt im Internet und aus einer Recovery eine Essstörung zu machen, in Klammern, siehe letztes Video, Klammer zu. Die Recovery ist keine Essstörung. Die Recovery ist kein, ich denke jetzt nonstop permanent daran, wie ich richtig esse. Was ich essen muss, damit ich gesund werde. Nein, die Recovery ist ein, ich lasse endlich meine Gedanken los und ich vertraue meinem Körper, gucke, worauf ich in dem Moment Lust habe. Und wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es, dann esse ich nicht. Und wenn ich, jetzt bin ich wieder beim letzten Thema, gell? Wenn ich nicht essen kann, wenn durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Arbeit oder, das Essen schwierig ist für mich, dann lasse ich es auch. Und dann mache ich es, sobald ich kann. Oder wenn gerade meine Arbeitskollegin, die mir gegenüber sitzt, eine Diät macht und es mir echt schwerfällt, ihr gegenüber 4 Snickers hintereinander zu essen, dann mache ich es auch nicht.
dann fühle ich mich nämlich beschissen dabei und dann habe ich keine Lust da drauf. Dann lasse ich es. Dann esse ich halt auch, ich muss dann auch nicht heimlich auf dem Klo meine vier Snickers essen. Ich esse einfach nach Lust und Laune. Und wenn ich mich dabei schäme, dann bringt mir das auch nichts in der Recovery. Dann ist es, weiß ich nicht. Es geht wirklich darum, dann zu essen, wenn es sich wirklich gut anfühlt. Wenn ich Lust drauf habe, wenn ich das essen kann, was ich möchte, und wenn ich auch das Surrounding dazu habe, also wenn ich mich wohlfühle da, wo ich gerade bin, und wenn das gerade eine super Dürre ist, die mir gegenüber sitzt und den ganzen Tag nichts isst oder die vielleicht sogar essgestört ist und wir es nicht wissen, wobei wir das ja dann meistens erahnen, dann mache ich es auch nicht. Dann esse ich so, wie es passt. Dann gehe ich vielleicht in den Frühstücksraum oder in die Kantine und esse da dann für mich so, wie es sich gut anfühlt. Und den Rest erledige ich zu Hause in meinem geschützten Raum. Und auch so werdet ihr gesund. Ihr werdet so gesund. Ihr müsst nicht nonstop durchessen. Recovery heißt bei sich sein. Recovery heißt so zu essen, dass es mir gut tut, meiner Seele und meinem Körper. Und das ist das A und O. Also hört auf, euch verrückt zu machen, wegen irgendwelchen Schichtarbeiten, ich kann dann und dann aber nicht da sind, das essen, was ich will. Okay, dann geht's halt nicht, aber dann mach's dann, sobald es geht. Auch so wirst du gesund, zu 100%. Und Hauptsache ist, ihr seid nicht restriktiv. Ich wiederhole. Die Hauptsache ist, ihr denkt und handelt nicht restriktiv. Ich wiederhole. Hauptsache ist, ihr esst und denkt und handelt. Whatever. Nicht restriktiv. Das ist das Allerwichtigste. Und das A und O ist einfach nur, Leute, hört auf, euch so unter Druck zu setzen. Hört auf, euch an Sätzen von irgendwelchen Influencern oder so festzuhalten. Hört auf, euch auch an irgendeinem Satz festzuhalten, den ich vielleicht gesagt habe und den ihr aus dem Zusammenhang reißt. Haltet euch nur daran fest, was eure innere Stimme euch sagt. Lust. Worauf habe ich Lust? Und wann steht es mir bis hier? Und wann will ich nicht mehr? Und was will ich? Das ist das Leben. Und so schafft ihr es. Zu 100%. Also, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Eure Ina.